Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Panzerkorps 2. Ich finde es fast ein bisschen hell hier. Moment. So. Passt doch immer noch. Ah, das mache ich sogar noch heller. Nein, ist gleich so. Ja, passt perfekt. Muss ja nicht zu hell machen hier. Also, auf alle Fälle, wir sind wieder zurück hier mit unserer Deutschland-Offensive. Afrika-Offensive. Wir sind nicht in Deutschland. Schlimm genug wär's. Ich habe hier übrigens gesehen. Weißt du, was sind diese komischen Felder hier? Unwegsame Wüste. Ach so. Da komme ich also nicht durch, oder was? Warum ist... Nee, das ist eine Ortschaft. Das ist eine Ortschaft hier. Deswegen ist es rot, weil es eine Ortschaft ist. Aber eine nutzlose Ortschaft, denn da gibt es keine Punkte oder ähnliches für. Gut, jedenfalls ist die Frage, wie weit waren wir diese Runde? Ich habe wieder keine Ahnung. Der Klassiker quasi. Na, natürlich schicken wir unsere Brücken Jeros nicht nach vorne. Das ist Panzer 4. Ich muss mal kurz gucken. Ich sollte nicht immer nur die billigen Verluste ersetzen. Es gibt sogar Leute, die sagen, man sollte die Verluste in der Schlacht gar nicht ersetzen. Das Problem ist, dafür bin ich zu schlecht. Muss man einfach so. Muss man einfach zugeben. Dafür bin ich zu schlecht. Ich bin zu schlecht, meine Verluste in einer Schlacht nicht zu ersetzen. Deswegen machen wir das natürlich nicht. Auch wenn es nicht schlecht sein soll. So. Die sind hier on fire, die Boys. Ich schicke mal weiter vor. Sonst sind wir wieder fertig, die Runde. Let's see what the Brits can do. Bombardement mit unserer Luftunterstützung. Das hat ihnen wehgetan. In dem Fall ebenfalls normalerweise, oder? Nee, scheinbar nicht. Gut, die greifen uns hier an. Das ist gut für uns, weil das denen grundsätzlich erstmal mehr Schaden macht. Okay, wir haben es, glaube ich, ganz gut überstanden. Die haben leider unsere Brückenpioniere hier angegriffen. Mit einem Panzer aus der Reserve Sherman MK1. Das ist jetzt ein relativ fettes Gerät, der Sherman. Dann soll ich erstmal wahrscheinlich mit dort oben hinschießen. Gucken, dass wir den Sherman irgendwie wegkriegen. So, ich brauche die auf alle Fälle da. Das so viel kann ich mal sagen. So, du schießt mir. Der Boston MK3 ist ein relativ billiger. Die Spitfire dürfte besser sein, ja. Deswegen werden wir erstmal die Spitfire fokussen. Gucken, dass wir die Spitfire wegkriegen. Das sollte jetzt erstmal, glaube ich, unser Hauptziel sein. Gucken, ob wir bei dem Sherman was machen können. Wir haben leider ein bisschen Schaden erlitten hier. Gut, das Ding ist irgendwie im Arsch. Also das Ding zu zerstören ist sehr wichtig. Auf ein neues. Jetzt hat, dankeschön. Also hin und wieder kann man das auch mal machen. Wo ist eigentlich mein Gerät? Der Gerät. Auch Tiger genannt. Wo habe ich denn den hingeschickt? Wo ist denn der? Das ist mein Tiger? Ah ja, das ist mein Tiger. Wird natürlich jetzt hier erstmal nichts bringen anzugreifen. Gut. Nicht die beste Ausgangslage hier mit unseren Boys in der Luft. Also ich möchte, also der ist relativ gefährlich hier, den müssen wir irgendwie loswerden. Mal gucken, ob wir den vielleicht noch gleich mit zerstören können. Okay. Läuft mal relativ gut gerade. Du kannst eh nicht mehr machen. Bombardieren oder wir greifen ihn an. Gucken, ob wir die aus Mosul rausbekommen. Nicht direkt. Gut. Kann ja nicht alles haben. Versuchen die einzukesseln vielleicht. Natürlich auch nochmal gucken müssen, dass wir das Ding irgendwie loswerden. Kommst du da hin? Ah, bringt aber leider nichts. Das Ding können wir kaputt machen. Zerstören auf alle Fälle mal, was wir zerstören können hier erstmal. Okay, strategische Bombardierung. In dem Fall auf Fallujah empfehlenswert, würde ich mal sagen. So, das Ding ist ready. Mein Wurfrahmen haben wir auch noch. Ah, ich liebe ihn. Der macht immer so viel Damage. Ah, mein Panzer auch hier sehr, sehr effizient, immer wenn es darum geht, feindliche Infanterie anzugreifen. So mag ich das. Stoßen hier gleich mal weiter vor. Da ist ein Panzer. Es gibt hier natürlich eine enge Schlacht und eben... Genau das wollte ich ja eigentlich vermeiden.
Haben sie aber halt leider relativ klug gemacht. Jetzt würde ich vielleicht sogar sagen, wir schicken unseren Tiger da hoch, damit der sich dann darum kümmert. Hopefully. So, das kann man die Boys noch nutzen. Für was dort mit hin? Das ist ein Minenfeld? Ja, Tatsache, das ist ein Minenfeld. Diese Geier. Ah, das Ding ist auch zerstört. Okay, genau, passt. Ratatata. Hat er schon geschossen? Ja. Der sorgt dafür, dass der hier keinen Scheiß mitbaut, der Sherman. Hoffentlich. So. Das Duell nehmen wir hier gerne an. Und dann würde ich sagen... Habe ich keine Ahnung, was wir mit dem machen. Solange das Ding existiert... Schwierige Sache. Das ist immer noch nicht durchgekommen. So, ein bisschen scouten gehen hier in der Hood. Gucken, was hier so geht. Erstmal nicht so viel auf dem ersten und zweiten Blick. Machen wir's, oder? Das Ding ist jetzt eingekesselt. Das kann uns angreifen, würde aber dann von unserer Artillerie mit auf die Schnauze bekommen. Wie gesagt, der ist blöd, der Sherman. Shermans sind grundsätzlich keine netten Zeitgenossen. Kann man so sagen. Den können wir übrigens nicht einkesseln, weil wir dummerweise keinen direkten Weg da hinten lang haben, eben wegen diesem Minenfeld. Aber dafür bräuchte man Infanterie. Ich habe 3 Lufttransporter. Ja, Lufttransporter, ne? Das sagt sich so einfach. So, den Angriff hier geben wir nicht. Ist der eingekesselt? Der ist eingekesselt. Naja, das heißt, wir müssen hier eigentlich gar nichts machen. Wir müssen eigentlich nur warten, bis der ausgehungert ist. Die Einheit ergibt sich nie, ja? Das ist ein Problem. Das wissen sie selber auch. Ich glaube, wir sind aber schon wieder fertig, die Runde. Ich glaube, den vielleicht irgendwann nach unten schicken, dass notfalls der Tiger hier oben langfahren könnte. Let's see what the next round brings. Okay. Okay, da kommt ein großes Gerät da hinten. Der Bomber beschießt uns. Ah, okay, jetzt kommen die Briten mit ihren Panzern. Der ist eingekesselt. Da kam auch ein Panzer nochmal, hat unseren Scouty Boy angegriffen. Das ist aber erstmal tatsächlich nicht so dramatisch, wie es jetzt hier ausschaut. Den können wir uns kümmern. Den schießen wir einfach weiter drauf. Können den echt nochmal heilen, obwohl ich ihn zurückgezogen habe? Das ist auch interesting. Gut, du kannst wieder hier rein. Weil dann schicken wir unseren Panzer, unseren Tiger hier auf alle Fälle rein. Da soll sich mal um die kümmern. So, und dann holen wir uns direkt wieder idealerweise das nächste feindliche Flugzeug. Und du bombardiert halt einfach mal, wenn ihr schon da seid. Das Ding ist weg. Ah, das war dumm. Das war falsch. Da möchte ich hier nicht, da brauche ich, das sollte offen bleiben, falls wir da irgendwie die bombardieren wollen. So, das ist leider auch nur ein Jäger. Kann sich noch um das Ding mitkümmern. Ja, mal das Ding auf alle Fälle mit beschießen. Gab es hier Kämpfe? Ich weiß es nicht, sehe gar nicht genau. Ja. Irgendwas hat da hinten geschossen und es interessiert mich schon eigentlich, was das war. Artillerie. 230, gar nicht so teuer eigentlich, aber relativ effizient das Ding. Machen den noch weg. Das bricht nämlich die komplette Luftüberlegenheit von denen, hoffe ich jetzt einfach mal. So, machen jetzt hier weiter. Sehr schön. Sagte er, während er nicht weiter vorankam. So, der hat auch gut auf die Schnauze bekommen. Zieht sich nicht zurück. Immer eine schlechte Entscheidung, sich nicht zurückzuziehen. Würde ich jetzt mal behaupten, mit meinem Nichtwissen. So, du kümmerst dich da drum, du kümmerst dich da drum, dass die gar nicht auf dumme Gedanken kommen. Der ist kaputt, hervorragend. So, hier unten ist ein bisschen umkämpft, das Ganze, ja. Ich wäre ein Lügner, würde ich das jetzt nicht abstreiten. Wir sollten ihn zurückziehen. Er ist ein relativ guter Panzer.
Würde ich jetzt behaupten. Ob es jetzt so ist, ich habe keine Ahnung. Okay, beschieß mal die Infanterie. Du auch. Dass wir da langfristig mal reinkommen. Genau. So einfach geht das nämlich. Wenn du nicht so dumm bist wie ich und deine komplette Bewegungsreichweite opferst, hätte ich sogar da reingehen können. Manchmal bin ich schon ein richtiger Idiot. Wir bräuchten hier Brückenpioniere, um dann von hier nach Kerbela rein zu marschieren. Auf dem Papier. Klingt das immer alles so einfach, ne? Hier marschieren, da probieren, dies machen, das machen. In der Praxis ist es dann wieder anders. Da stelle ich mich viel blöd an. Ich glaube übrigens, dass mir der überhaupt nichts bringt. Der soll auch mal mit da runterfahren. Wir brauchen dringend mehr Unterstützung in der Mitte. Der Panzer steht da oben nur dumm rum und blockiert meine weiteren Vorgehensweisen. Steht alles durch hier. Sieht fast so aus, oder? Ja, sind durch die Runde. Okay, ja, diese Artillerie ist ein bisschen ärgerlich, vor allem das ist halt eingekesselt. Aber da kommt von den Briten jetzt auch vor allem aus der Luft nichts mehr. Also lufttechnisch sind sie im Arsch. Unseren Tiger haben sie leider ein bisschen durchgenommen. Wo ist mein Scouty-Boy? Okay. Tja, die einfach jagen ist natürlich das Einfachste, gell? Das ist übrigens Panzerabwehr, okay. Das tut ihnen sehr weh. Müssen jetzt mal gucken. Wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich erstmal hier durch. Das ist erstmal mein Hauptziel. Natürlich auf dem Weg dorthin noch das ein oder andere zerstören können. Why not? Mache ich das natürlich gerne. So, und jetzt sollten wir hier eigentlich relativ einfach durchkommen. Jawohl, as expected. Weiter vorrücken. Mosul ist gefallen. Sehr wichtig. Machen hier auch direkt beide Wege dicht, dass sie gar nicht groß irgendwas weitermachen können. Ist der jetzt auch eingekesselt? Tatsache, cool. Finde ich cool. Nein, muss ich sagen, finde ich echt toll. Dass sie jetzt einfach alle eingekesselt sind. So. Hat übrigens gar nichts gebracht, das Ding anzugreifen. Das wird auch Fake News. Könnte ich transportieren, dort oben hin. Dass sie auf alle Fälle gleich mal mit weiterhin an der Front bleiben. Genauso wie die Boys, bringen auch mal besser in Position gleich. Machen wir mehr um die Infanterie und schicken Tiger. Ist ein bisschen risky. Schicken die Boys hier runter. Soll aber noch nicht direkt auf Feindkontakt gehen. Vor allem solange das Sandwich da unten ist. So, Fallujah haben sie nicht sichern können. Deswegen schicken wir unseren Panzer da rein, das Ding zu erobern. Bringt natürlich auch wieder alles Punkte. So, dann wisst ihr, was Sache ist. Wo sind die Boys? Die heilen wir jetzt erstmal kurz billig, einfach, dass die nachher ready sind. So, ansonsten schauen wir mal ganz kurz. Die BF-110D, soll man das Ding beschießen? Der schaut eh so demoralisiert auch schon. Könnten besser sein, unsere Effekte. Die Artillerie, da sind sie richtig fett aufgestellt hier. Da sind sie richtig fett aufgestellt, da hinten. Das muss ich ja denen schon mal lassen. Aber die haben keine Anti-Air mehr und keine Flugzeuge. So, also das Minenfeld hier. Wir werden wahrscheinlich diese Brückenpioniere werden wir wahrscheinlich runterschicken hierhin, dass wir dann, oder dorthin. Also erstmal gucken, dass wir das Ding erobern. Und dann schauen wir erstmal, dass wir die ein bisschen beschießen. Ganz nebenbei. Bräuchten Artillerie. Was ist mit euch eigentlich? Ah, sehr gut. Brauchen auf alle Fälle hier. Wobei es natürlich von hier oben dann unsere eigene Offensive kommt, aber seht ihr schon. Panzerabwehr, alles Panzerabwehr und dann eben auch nochmal Artillerie mit einem hohen Radius. Den sie aktuell nicht ganz ausschöpfen können, da wir ein bisschen out of range sind. Gut, ansonsten. Da kann man noch drauf schießen. Why not? War schon wieder, oder? Die Boys können eher längst machen. Den können wir mal rüberschicken. Wird auch nicht groß was bringen.
Ja, Infanterie wäre nicht dumm, wenn wir die eigentlich mal hier irgendwo hinkriegen. Aber das ist jetzt so vollgebaut wieder einem geistigen Dünnschissanfall. So, da ist Anti-Air. Also doch. Das Ding macht ja grundsätzlich AOE-Schaden. Ah. Bäh. Es ist einfach ekelhaft, ich sag's euch. Dorthin. Wer macht diesen Bunker am meisten Aua? Gar keiner erstmal. Beim Angriff würde wahrscheinlich irgendwas uns reinfunken. Wo ich das hier sehe, macht uns hier irgendeiner einen Strich durch die Rechnung. Schießen wir mal auf die Stadt. Kommst du jetzt wenigstens mal aus deiner Umkreisung raus? Nee. Was ist denn mit dem? Ist der irgendwie dumm? Man ist ja kein Problem, wirklich. Das ist ja ganz normal. Man gibt viele, die dumm sind. Mich mit inbegriffen. Oder liegt es an diesem... Kann natürlich auch sein, dass dieser Bunker hier quasi so einen gewissen Radius hat. Ja, direkter Angriff auf die Panzer, auf die Panzerabwehr, wie wir hier sehen, wäre sehr dumm. Ja, jetzt ist dann doch wieder so ein bisschen eine Sache, wo ich sage, ja gut, ist jetzt dann doch nicht mehr so entspannt, wie ich das zuerst mal gesehen hatte. Vor allem eben auch aufgrund dieser Anti-Air, die sie jetzt dahin geschickt haben. Ah, Leute, Leute. Ja, schön, dass sich das am Ende dann doch wieder immer alles ähnelt bei mir. So, ihr macht euch mal auf den Weg nach unten. Ihr bleibt mal hier. Also gehen wir da hin, tut weh. Das ist das Problem. Artillerie wird auf uns schießen, Panzerabwehr wird auf uns schießen, das wird alles auf uns schießen. Das Glück ist hier und dann hinten rein. Oder von beiden Seiten. Ja, was ich hier machen soll, das ist noch eine ganz andere Frage. Erstmal die Jungs hier heilen wahrscheinlich. So was anderes machen. Die da hinten sind das Problem, die greifen mit an. Auch sehr unentspannte Zeitgenossen. Hey, pass auf. Das Ding würde ich ja gerne jetzt in die Reserve verschieben, weil die haben ja gar keine Flugzeuge mehr. Und ohne Flugzeuge machen natürlich meine Flugzeuge auch erstmal keinen Sinn. So, das ist... Was bist denn du für ein Genosse eigentlich? Ein ganz akzeptabler Genosse. Kein besonderer. So, das ist ein guter Panzer. Der kriegt Edita Healing. Man sieht halt auch, es ist alles sehr verworren. Verworren und verzworren. Gut. Minen, also das Minenfeld halt nach und nach mit wegbauen. Da können wir einmal noch hin. Tja, diese Flak ist, muss man einfach so sagen, der größte Kack. Also das Ding bröckelt trotzdem auch ein bisschen, auch wenn es nicht so den Anschein machen würde. Ich will es nicht machen. Ich überlege, aber ich will es nicht. Das ist halt einfach dumm. Hier oben lassen wir den Angriff auch erstmal nur eine Runde sacken. Was machen wir mit dir? Halt, ein Angriff auf die Flak ist halt dumm halt. Ist halt dumm, das macht keinen Sinn. Können wir euch hier woanders lieber nochmal nützlich nutzen irgendwo? Beispiel dorthin. Die ein bisschen angreifen. Ist ja egal, muss jetzt auch in erster Linie mal gar nichts groß bringen. Schau mal, da ist sogar... Kann ich nochmal zurück? Ja, okay. Schauen wir mal, die fährt weiter vor. Gar nicht so schlecht eigentlich, wenn die weiter vorfährt. So, die haben sich geheilt. Genau, jetzt kesseln wir die einfach ein. Also die kesseln uns ein, ich kessel die ein. Why not? So, rück mal hier weiter vor. Gucken wir mal, dass wir die da erstmal irgendwie loswerden alle. Vielleicht ergibt er sich gleich. Ah, wobei, der wird jetzt wahrscheinlich sich mal... Ja. Irgendwie hab ich's ja gewusst, dass er sich in die Stadt zurückzieht. Okay, egal. Wir haben sie nochmal erobert wieder. Aber wenn es wirklich hätte schief gehen können, muss man wirklich einmal jetzt hier auch zugeben. So, wir müssen unbedingt diesen nervigen... Wo kommen die eigentlich her? Ganz andere Frage. So, der ist nicht mehr eingekesselt.
Was ich sagen wollte, müssen wir unbedingt mal diesen Bunker da jetzt loswerden. Der geht mir nicht langsam echt auf die Nerven. So, das Ding angreifen. Jetzt ist der natürlich eingekesselt. Gott, Leute, Leute. Wir müssen, oder wir sollten es nicht übertreiben. Okay. Weiß nicht, die klügste Entscheidung. Wir können ja scouten. Wir können ja scouten. Es scoutet mal hinten lang. Da muss ja nicht unbedingt kämpfen. Das ist ja alles erstmal entspannt. Du schießt mal dorthin. Ihr bringt euch dann da unten in Position. Dass wir hier notfalls unsere Truppen rüberschicken könnten. Falls ich das machen wollen würde. Ah, der zieht sich zurück. Das ist doch schon mal ein kleiner Fortschritt. Dann können wir nämlich... Na, verdammt, warte mal ganz kurz. Schicken die Infanterie dorthin? Nee, falsch. Nein, ich sag da nichts zu. Ich sag da jetzt gerade mal nichts zu. Wir nehmen jetzt auf alle Fälle erstmal die Bombardierung der Stadt auf. Der verklickt. Die Bombardierung der Stadt auf. Ja gut, nach und nach einfach mal hier die Mine wegmachen. Ne? Kennen wir ja die Geschichte, habe ich euch schon mal erzählt. Geschichten aus dem Paulanergarten wird es auch in Fachkreisen genannt. Jawohl. Artillerie nebenbei beschießen. Das Ding ist ein bisschen vorgefahren, ne? Das ist jetzt hier ein bisschen... Was ist das da hinten eigentlich? Auch Landminen. Also dahin zu fahren wäre Suizid. Außer für meinen Tiger. Den ist ja alles scheißegal. Den juckt ja gar nichts. Der ist ja wirklich... Die Ruhe selbst. Bleibst da, bleibst da, bleibst da, bleibst da. Du greifst hier nicht an, weil es dumm wäre aktuell. Wie gesagt, die hungern wir lieber aus. Weil fürs Aushungern müsste man sie erstmal einkesseln, ne? Das ist das andere Problem. Aber wie gesagt, einfach hier reinfahren. Auf gut Glück. Muss nicht sein. Wenn der uns angreift, soll er machen. Wie gesagt, die Boys müssen wir auf alle Fälle mit unseren Infas wegschießen. Ja, wird dann doch noch etwas interessanter. Guck mal, hier stehen auch noch jede Menge Einheiten. Ja, die letzten 13 Runden werden trotz allem dann nochmal interessante Dinger. Vor allem, solange ich mich natürlich nicht bewege. Aber mir das nur anscheue. Gut, schauen wir mal. Genau, kommt ihr mal, greift ihr mal mich an, das passt doch. Okay, wurden hier hart angegriffen. Hier genauso. Von der Infanterie, die dann nochmal irgendwo zurückgezogen wurde. Und da ist ein Crusader MK3 und die zerstören hier in dem Fall dann wahrscheinlich meinen Scout-Panzer. Nein, nicht ganz, er lebt noch. Okay, also das war hier ein bisschen ärgerlich. Der kann sich nicht mal zurückziehen, das ist interesting. Und die haben meine kompletten Einheiten hier eingekesselt. Aber kein Problem. Wir haben schon ganz andere Sachen gehandelt, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. Stimmt oder nicht, ist ja erstmal scheißegal. Okay. Attacke. Gucken wir, dass die Infanterie los werden. So, Angriff hier. Angriff da. Und Angriff dort. Die sind fast kaputt, immerhin allesamt jetzt. Schicken die nochmal hier oben lang. Du kannst auf die anderen schießen oder gehst vielleicht nochmal ein Schrittchen weiter vor. Wobei, ne, schießt trotzdem einfach mit auf die drauf. Also, sie haben uns hier hart getroffen. Das war nicht dumm, was sie hier gemacht haben. Muss man ihnen schon gut lassen. So, der hat auf die Schnauze bekommen, ist aber nicht so weiter schlimm. Soll ja mal kurz verkrümeln. Haben jetzt leider hier gerade keine Infos mehr drüber. Wo ist mein Panzer, der hier gerade so hart demoliert wurde? Da unten ist er. Ah, es ist eine Panzerabwehr, das ist halt wieder... Ist das wieder der alte, der jetzt nochmal gekommen ist hier? Oder ist das ein anderer? Ich kann gar nicht sagen, tatsächlich. Auf alle Fälle ist da ein neuer Panzer. Unsere Panzer mal in die Offensive, as always. Kommt die da oben hin? Nein, leider nicht.
Leider nicht BF 110, mein alter Freund. Nun denn. Ist ja auch Anti-Air, ja. 40 mm Scheißding. Rücken weiter vor, dass sie auch gar nicht groß die Chance haben, sich zu erholen. Das Ding sollte nächste Runde auf alle Fälle jetzt mal weg sein. Wieso ist denn der immer noch eingekesselt? Was ist denn sein Problem? Halt, jetzt mal ohne Witz. Ah, jetzt ist er kaputt. Ach, danke. Wollte ich gar nicht dahin schicken. Sehr gut, also das Ding haben wir jetzt auch endlich mal weg. War eh eine längere Story als nötig. Und wir schicken jetzt unseren Tiger doch mal rein. Egal. Ist nur die Frage. Ja, ist jetzt auf alle Fälle riskant. Darüber müssen wir nicht reden. Das eröffnet denen jetzt natürlich neue Möglichkeiten, uns anzugreifen. Langfristig. War es ein guter Panzer? Ich vergesse es immer. Ja, war ganz gut. Deswegen füllen wir ihn teuer auf. Schicken hier die interessanterweise unsere Grenadiere erfolgreich gegen den Panzer. Ja. Pack dahin zu schicken macht jetzt erstmal keinen Sinn, wie wir sehen. Ja, kannst du den noch irgendwo hinschicken? Erstmal nicht so wirklich. Ja, die auch nochmal alle eingegraben, so eine ganzen Geier. Also hier oben sollten wir jetzt auf alle Fälle bald fertig werden. Oh, das ist interesting von der Flak. Mein Tiger wird natürlich jetzt hart attackiert. Ohne jeglichen Support ist natürlich das nicht ganz so klug. Kurz gucken. Okay. Hört doch mal auf meine... Hat er sich wieder woanders hingeschickt? Ich glaube, der hat sich nochmal woanders hin bewegt. So, die sind auf alle Fälle kaputt. Eine Dampfwalze. Unaufhaltsame Offensive Stufe 1. Und er kann gleich nochmal angreifen. Holla. Jetzt hat er aber... So, das Ding machen wir gleich ganz kaputt. Hoffe ich. Oder? Ne, nicht ganz. Der wehrt sich nochmal kurz, aber nicht mehr viel. So, jetzt schicken wir natürlich unsere Panzerboys mal weiter vor. So effizient ist es ja aber nicht mit ihm. Mit denen aber auch nicht. Jetzt habe ich natürlich wieder lauter Einheiten, die wir nicht mehr nutzen können, actually. Du kannst gar nicht mehr angreifen, hä? Oder? Doch, warum? Okay. Das ist interesting. Warum kann die keiner angreifen? Was ist denn das mit denen? Muss ich das verstehen? Will ich das verstehen? Ist die bessere Frage eigentlich gerade. Wo ist eigentlich meine Artillerie? Achso, hier, lol. Ich bin auch so blöd, wie ich ausschaue. So, aber ich schieße die mal weiter hier, dass sie gar keinen Bock mehr haben. So. Ergebt euch, sterbt, zieht euch zurück, macht was ihr wollt, aber gebt mir nicht auf die Nerven. Also hier kommen jetzt, wenn wir gleich Erbil auch erobert, dann ist das hier auch vorbei. So, dass die hier ihre Flak hingeschickt haben, ist mir gegenüber, also mir wirklich eine große Freude. Können wir den hier schön wehtun. Werden sie wahrscheinlich gleich zurückziehen? Ne, immer noch nicht. Doch, jetzt hat. Ja, jetzt haben wir das alte Problem hier. Was sie dieses Mal machen, ist Infanterie dorthin. Kann ich die Minen einmal komplett räumen. So, und dann können die nämlich... Total dumm. Macht überhaupt keinen Sinn, by the way, die dahin zu schicken. Wollte ich nur mal gesagt haben, dass ich auch eigentlich nur mit kleinem Wasser male. So, jetzt ist nur die Frage. Haben wir jemanden, der hier freiwillig in der Lage ist, diese Anti-Air zu zerstören? Nicht so wirklich. Haben irgendwie alle keinen Bock drauf. So, aber wir gehen hier trotzdem voll drauf. Genauso auf den hier. Hier, überall drauf. Überall so alles so eng gepackt sein muss. Wirklich kein Platz zum Atmen. Hier ist irgendwo noch eine Anti-Air, oder? Die ich nicht sehe, weil ich blind auf beiden Augen bin. Geht die nochmal dort mit hin? Ohne Rücksicht auf Verluste. Rücken wir jetzt weiter vor. Mit den Jungs, das weiß ich nicht, weil die sich ja eh grundsätzlich weigern zu sterben.
Wenn die uns angreifen, ist gut. Wenn sie uns nicht angreifen, ist auch gut. Die rücken hier weiter vor, dass sie eingekesselt bleiben. Keine Versorgung, kein Nachschub. Keine Freunde. An der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder zu Panzer Korps 2. Mach's gut. Tschüssi.